Willkommen zurück zu Monster Hunter 3. Ultimate. Okay. Ultimate. Für die Wii U. Okay, jetzt habe ich auch Worte für mich gefunden. Oh nein. Okay, ich port mich. Warum? Da ist doch noch eins in der Kiste. Was? Was ist doch das? Die Karte doch drin. Oh. Ich wollte nicht. Geh mal das Mail abonnieren. Achso. Teleporter. Und tschüss. Oh, sind die alle weg? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Wie man sehen kann, habe ich jetzt auch mal Schwert und Schild mit eingepackt, einfach mal um was anderes zu zocken. Voll der Faker, auf 3 und 4 sind übrigens gerade unsere Gegner. Hui. Okay. Ach stimmt, das waren zwei, ne? Ja klar. Ja, zwei Stück müssen wir erledigen. Oh nein. Lasst ihr euch Zeit, ich hole mir den. Wir wissen, zwei Stück. Zwei was, fragen sich alle Zuschauer. Wir sagen es nicht. Ihr werdet gar nicht mitkriegen, dass wir die töten. Oh, jetzt ist der genau, andere 2 gegangen. Genau, du guckst immer in eine andere Richtung, wenn du den attackst. Welche Nummer ist das? Achso, 6 ist das. Ich hab ja keine Karte. Hast du keinen Teleporter mitgenommen? Okay, ich hab's mal. Nee, ich hab doch nicht so viele gehabt. Ja, komm auf 2. Du hast ja wenigstens an Land. Und Schild, check doch gar nicht, dass ich da bin. Bin ich hier richtig? Nee. Der kam ja ganz oben ab. Bin ich hier richtig? Jetzt? Na, warte, Hame und Ball! Hey, du hast sogar getroffen. Boah, das war aber sehr knapp. Ihr habt da voll die Action so? Ich hab gar nicht mehr die Steuerung im Kopf. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt eine Woche nicht gespielt. Eine Woche? Anderthalb. Ja, eineinhalb. Aber ich war eine Woche weg. Der gelbe Ball führt mich. Bleib mal stehen, Ball der Hoffnung. Los, Pikachu. Oh Gott. Geh mir weg mit dem Drecksvieh. Hast du gerade Pikachu beleidigt? Ja. Was für ein geiles Schild ich hab. Ich fand das schon immer scheiße, das Kackvieh. Warum? Pikachu, danke. Pikachu. Bitteschön. Voll abgefangen. Wo ist das Camp nochmal? Ich glaube hier, ne? Gib's mir auf hier. Ja, links, ganz links. Oh, Tatzendruckmarke. Sagt mir, ich warte hier, bis was in die Truhe voll ist. Ja, okay. Ich bis gleich. Heiltrank. Das Viech macht gar keinen Schaden. Ne, irgendwie nicht. Oh. Und jetzt überleg mal, wird noch die bessere Rüstung. Aber dafür kannst du damit einen weiterwerfen, kommt's mir vor. Oh, nein! Der wollt mich schlagen. So, wie waren denn hier die Angriffknöpfe? Achso. Was dreht das Viech denn so durch? What the fuck, man? Holy shit. Ja, wir wissen übrigens jetzt, dass wir Fallen erst einsetzen dürfen, wenn die Zeit dafür reif ist, wenn die Viecher außer Puste sind. Wenn die Zeit dafür reif ist, dann waren gerade die Worte entfallen, deswegen habe ich einfach irgendwie vor mich hin philosophiert. Yeah, ja, vorher haben wir ja immer logisch gedacht, sodass man dann halt den Typen am besten einfängt, wenn er gerade ausrastet. Also nicht einfängt, sondern. Oh, ich war gerade da. Festhält. Ich schlag weiter fleißig auf den Kopf. Auf den Kopf. Oh, da ist der andere. Ich mach dann mal eben die Bälle. Ja. Ich geh mich mal heilen, ne? Spiel mit den Bällen. Oh, oh. Der will dich so mehr. Holy moly shit. Ich weiß, und ich hab einen Hammer, deswegen habe ich nicht gerade unbedingt Bewegungsfreiheit. Ja, ich kenne das. Ich renn meist mit so einem riesen Schild rum. Mit so einem riesen Schwert. Da liegt jemand. Ich glaube, der andere geht wieder. Oh, kein Schild. Bock, weil wir kämpfen nicht gegen ihn und er hat gar keinen Bock. Ah, das Schild ist aber nice. Warum haut er mich? Du hattest die ganze Zeit was zum Blocken, Peter. Ja, aber weißt du, wie lange der braucht, bis der immer geblockt hat? Nein, weil ich die Waffe nie hergenommen habe. Warte mal, das ist aber der Neue, ne? Deswegen lass mal lieber dem Alten eins in die Fresse hauen. Ja, warum? Das ist der Alte. Nein, der hat schon seinen Kopf verloren gerade, oder nicht? Das ist richtig. Der Alte. Der Alte hat den Kopf verloren und den Schwamm gerade. Hier. Oh. Und nein. Eine Träne. Ah. Eine Ludrot-Schuppe. Ihr alle nur am Plündern seid von diesem wertlosen Zeug. Synchron wertlos, fliegen. Das ist eine Plus-Schuppe, ja? Okay. Ne, bei mir wertlos. Nicht. Was? Eine Plus-Schuppe? Oh, looten. Nö, lass liegen. Ludrot-Schuppe Plus. Oh Gott, ne, ich liebe nein. Dich. Die verkaufst du gleich. Das sehe ich ein, dass du die jetzt nimmst. Komm, GKO. Yeah. Schwammi. Ah, sauber. Mach doch mal den Kock kaputt. Hör doch auf seinen Kopf zu gehen. Ich hab einen Hammer. Ja, Peter egal, geht trotzdem. Ach, soll ich hauen? Laufen. Ja, du kannst. Okay, warte. Dann hol ich mir den Kopf. Er humpelt übrigens wir können schon. Ihn fangen, wir können ihn. Ja, ich hab alles dabei. Hast du auch eine Schockfalle? Ja, ja. Oh! Dann gib ihn. Dann gib's ihm. Gib ihm Cock-Specialist heute. Ja, ich gib's ihm. Ich hab sogar zwei Beruhigungsbomben mit. Was ist los? Okay, Falle, wenn nicht schlecht jetzt.
Ja, dann setz mal deine, Peter. Welche möchtest du denn haben? Setz einfach, bevor er den Screen wechselt. Oh, ich habe ihn gerade gebückt. Peter, du kannst übrigens Items einsetzen, während du blockst, ne? Echt? Du musst also deine Waffen nie wegstecken. Das habe ich nie gewusst, aber es stand in den Kommentaren. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Aber du kannst es gerne mal ausprobieren, wenn du die Zeit dafür findest. Ah, sehr gut. Oh, ich wollte seinen Cock abschneiden. Achso, oh, nein. Oh, Gott sei Dank. Ich hab gerade noch ein bisschen geschlagen. Also übrigens, wenn wir gegenseitig im Stun sind, dann können wir uns ja mit Plus treten. Das geht schneller, als die Waffe rauszuziehen und uns extra zu hauen. Ah, dafür ist das. Dafür ist das Treten da, ja. Toll. Nur dafür. Ja, mein Gott. Der andere ist mitten in die Water. Ich meine, bei Manu lohnt es sich auch so, den immer zu treten. Oh, ich lege die Bombe, wie es scheint. But somewhere. Das kann abonniert, ich dir noch sagen. Mail. Voll die Überprofis. Gut gemacht. Ja, wir müssen uns, wenn dann schon, motivieren. Nee, du hast doch gerade die Leute, die Gemma Lesmil abonniert haben, motiviert. Ja, dann, okay, dann entschuldige ich mich dafür, dass wir überhaupt Videos machen. Tut mir leid. Keine Sorge. Ich nicht. Keine Sorge, die Leute schauen es trotzdem, egal wie schlecht das ist. Ich hab mal überlegt, ein paar zu machen, wo ich nur meinen Fuß filme. Die warum, weil das so ekelig ist? Weil du deine Hand gefilmt hattest. Ja, weil ich meine Hand gefilmt habe bei Black Ops. Weil einer gesagt hat, dass du cheatest. Ja, genau. Nein, ich sag mal, das hat die Idee gebracht, meine Hand zu filmen dabei. Ja, weil wie behindert die ist. Osu ist es ja noch okay, wenn man die Hand filmt, aber sonst... Wieso bei Black Ops? Alter, ich hab doch immer einen epileptischen. Ach. Wo ist das Vieh? Wenn du Oma einen epileptischen hat, filme ich sie auch nicht gleich. Oh. Solltest du aber. Eindeutig. Ich sollte sofort damit anfangen. Boah, wie schnell der hauen kann hier der Ochse? In den Schwamm! Geil. Mit beiden Tasten gleichzeitig springst du zum Gegner hin. Unter Wasser sehr praktisch. Yo! Ich kann dir ja auch gerne währenddessen alles mit Schwert und Schild erklären, weil ich ja mit der Waffe ewig gespielt habe. Oh. Wenn du... Mit X machst du ja Schwertschläge und mit A machst du Schildschläge. Mit den Schildschlägen kannst du den Gegner auch betäuben, wenn du ihn am Kopf triffst. Ach ja, cool. Bam! Dann betäube ich den mal eben. Komm mal her. Oh! Muss ihn halt aber wirklich im Gesicht treffen. What the fuck, man? Oh nein, oh nein! Komm hier ins Gesicht! Mit den Schwertangriffen kannst du halt Körperteile abtrennen. Am besten. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich sollte was essen. Alter, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Was hat abgefallen? Er tötet mich. Ich sehe schon meine Großmutter, die ich nicht kannte. Wie oft ich den gerade aufs Gesicht schlage, ist höchstens gleich betäubt. Oh, da ist was. Da ist, ja, ja, geh weg. Ich muss looten. Ha, eine Wyvern-Träne. Eine große. Wir haben eine Träne im Wasser gefunden. Oh, okay. Du gut, dass sie nicht verdünnt Auto war. Haben. Vielleicht hat er so dickflüssige Tränen. Geh weg. Stimmt, so Popel. So Tränen. So Gelee-mäßig. Wir kriegen dich schon tot, du Bastard. Dein Freund liegt schon in der Ecke. Komm her. Geh mal humpeln. Ui. Den mache ich jetzt so fertig mal, glaubt er gar nicht. Komm mal hier. Das glaubt er mir nicht. Habe ich ihn erwischt? Wo ist er hin? Oh, da. Oh, jetzt riecht mich der Kleine da auf. Achso, der kleine Lootropf-Ding da? Ja. Lootropfen. Nein. Tritt ihn! Das war so knapp. Ach, du bist auch fast tot? Ja. Okay, lock ich ach so, im Wasser, da dreht er sich schlägt. So voll bei Plus. Hat er Plus gedrückt im Wasser? Seine Hörner kaputt geschlagen. Plus, was? Plus gedrückt bei der Waffe draußen. Also wenn er die Waffe draußen habt. Dann macht er bei mir nichts. Hier, nein, der Schwertmann dreht sich nehmen. Dann. Oh. Ja, ist ja lustig. Warte, ich probier's auch mal. Die Waffen scheinen so simpel eigentlich mit den zwei Angriffen, nee, aber letztendlich nicht. Ist es doch irgendwie viel mehr. Finde ich cool. Aua! Was macht der denn da? Jetzt hast du Peter zum Heulen gebracht. Oh. Oh. Haut den noch nicht, ich wollte gerade sein Gesicht schlagen.
Ich bin so bewegungsfrei wie ein Panzer. Deswegen ist es für mich irgendwie schwer, irgendwann an den Boss überhaupt ranzukommen. Und kann nur hoffen, dass er sich mal zu mir hindreht, während ich gerade schlage. In dem Moment so. Oh, Glück gehabt. Ja, jetzt hat er sich umgedreht und schon wieder 3 Schläge daneben. Und jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja, die großen Dinger sind manchmal echt nervig. Komm, wechsel die Map. Wechsel die Map. Wechsel die Map. Ja, geh doch raus, du. Ihr habt doch gar nicht den Schwanz abgeschlagen. Schande über euch. Nö, ja, wenn ihr da nicht mitmacht, dann mach ich doch nicht mehr. Ich kann doch gar nicht mitmachen. Ich hab einen Hammer. Ja, ist okay. Kannst du nicht abquetschen, Zombie? Gib dir doch mal Mühe. Echt, ey. Abquetschen. Klingt lecker. Hat dein Hund einen langen Schwanz? Der geht jetzt. Der haut ab. Ja, er wollte gerade abhauen, aber wir prügeln weiter drauf. Wann können wir das mal ausprobieren? Da humpelt er? Ja. Ja. Dezent. Dann legen wir eine Schockfalle auf 6. Okay. Ich habe keine mehr. Auf der Map 6. Aber das ist auch Wasser. Ja, kann man. Schockfallen gehen unter Wasser. Ah, sehr gut. Ich leg meine, ja. Okay. Schwimme erstmal ein paar Meter vor und dann lege ich sie einfach hier. Und dann greift er mich bestimmt nicht an, während ich sie lege. Nee, ich denke nicht. Ah, so sieht die aus, cool. Er kommt, Manu, er kommt. Nimm deinen Ball, dann werfen beide gleichzeitig einen drauf. Jetzt! Und Feuer. Ja, wunderbar. Was geht? Yeah! Ich habe aber, glaube ich, 2 geworfen sowieso. Warte, da hinten war bestimmt Erz. Aber in dem Moment, wo ich getroffen habe, war er weg. Ja, richtig. Manuel, Erze! Manu baut schon Erze ab. Achso, okay. Hör mal, ja, ich bin Ninja-Looter von Grund auf. Ja, ich auch. Ich nicht, aber ich, wenn die Erze ruft, komme ich einfach. Und ich würfe für alle Sachen bei WoW. Selbst für Stoff. Manuel, erst den Boss töten, dann looten. Gab's oft. Naja, bei mir auch. Bei jedem. Ich hab sogar noch ein Bild von dir, Manu. Wo ich was mach. Wie grad WoW zockst. Hä? Oh ja, das verlinkst du jetzt unter dem Video. Ja, und richtig fertig aussiehst. Was? WTF? Woher hast du so ein Bild? Ja, keine Ahnung. Ich habe verschiedene Bilder aus der alten Wohnung, dein Krei. Ja, er hat deine Webcam gehackt. Ja, aber okay, der Spacko macht ja auch von allem immer 10 Bilder. Das ist so ätzend. Ja, meist habe ich immer nur deine Hand. Ja. Die Evolution der Hand. Der Hand. Der Hand. Und jetzt habt ihr sie beim Zocken. Alter, wie viel Zeug. Beim Zocken gesehen letztens. Einfach mal 3 Leisten voll. Was? Ein Sturzflutbeutel, okay. Bitte Qualitätsschwamm, bitte Qualitätsschwamm oder irgendwas Besseres. Oh Gott. Oh, ich bin einfach so durchgebammt. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, man? Nein, kein Qualitätsschwamm. What's up? What's good? Neger. Sollen wir noch ein bisschen Englisch lernen vorher? Klar. Sollten wir tun. Eindeutig. Weißt du, wir sind so kacke, ne? Wir wollen in den Urlaub fahren. Und wir haben eigentlich gesagt, ja, so ein Jahr vorher fangen wir an, damit Englisch zu lernen. Und jetzt fahren wir in einem Monat oder fliegen wir in einem Monat und wir können... Hello guys, welcome back. Ja, und what's good? Und what's good, Neger? Ja, das ist sehr zu empfehlen immer. Ja. Kann ich nur sagen. Ach, geht schon. Ach. Pass auf, Manu, kennst du diese Kinderbücher, wo alle Dinger drin sind, so Essen... Ein Bett. Ja, aber das, und dann zeigst du dann immer. Rosetta. Ach so. Nein, aber du nimmst das Buch mit und zeigst dann immer auf die Bilder. Der Fabian Siegesmund hatte mal in irgendeiner Folge so ein Buch gezeigt. Gibt es ja echt. Es gibt so Bücher mit allen Sachen, die so wichtig sind. Und dann zeigst du einfach drauf. Das hätte ich gern. Hier. Yeah. Ah ja, Ratalos Rubin. Einmal. Ratalos Fickt Rubin. Euch. Ein Ratian-Rubin ist schon selten, aber ein Ratalos-Rubin ist ja... Boah, ey, ich hätte weiterzocken sollen. Nein, brauche ich. Ach so, brauchst du. So. Ich brauche schwammige Haut. 3 Stück. Kann man hier nicht Power-Leveling kaufen? Ich so? Habe nur eine bekommen. Ja, noch 2 schwammige Haut, dann kann ich mir meine Wasserwaffe sehr gut verbessern. Das ist schon mal schön. So wie bei BOW, da die mir alle Rüstungen kaufen und so. Ja, komm, also mach ich bestimmt. Power Leveling. Kaufe mein DPS. So, ja, dann next. Oh, Stahlei und Silberei. Ja, Folgenwechsel, ne? Ja. Alles klar. Schaut in die Playlist. Genau. Und bis im nächsten Part. Tschö. Tschüss.